Wir haben minus 3 Grad. Wir haben morgens um kurz vor 4. Und wir fahren gerade mit dem Mähdrescher raus. Hallo, liebe Leute. Zeit mal wieder für einen Vlog. Ich dachte, ich schnapp mir mal die Kamera und vlog mal wieder ein bisschen. Oder vor allen Dingen ich mal wieder, ne? Gebe mal wieder einen Vlog bei Hannes. Die Winterpause ist ja fast quasi schon wieder vorbei. Und ja, ihr hattet zwar ein bisschen Wintercontent von Hannes, aber wirklich viele Vlogs waren da, glaube ich, nicht bei. Waren ja eher so Videos. Ja, hier war es ein bisschen ruhig die letzte Zeit. Wir hatten ja in der Vorweihnachtszeit echt ordentlich Vollgas gegeben. Also hier in der Produktionshölle, wo ich auch gerade bin. Und auch im Versand haben die Jungs und Mädels echt Vollgas gegeben, damit wir wirklich auch noch alle Pakete zu Weihnachten und so weiter an euch rausbringen. Wir haben auch wahnsinnig viele Magnetboxen gepackt und gemacht und getan. Also das war echt ein krasses Pensum. Da haben wir echt richtig Vollgas gegeben. Der kleine Mann musste da auch ordentlich zurückstecken tatsächlich, der Arme. Der musste dann sehr, sehr viel nebenbei mitlaufen und bei mir hier in der Produktion, ich war ja hauptsächlich hier am T-Shirts und Pullover bedrucken und so weiter. Hannes war ja am Tassen bedrucken, wenn nebenan oder im Versand tatsächlich tätig. Und da war der Kleine dann halt auch mit in der Halle oder war dann im Büro bei Hannes Schwester und hat ihr dann da in der Buchhaltung geholfen, war immer ihr kleiner Assistent. Und dann haben wir uns halt auch dazu entschieden, ja dann halt kleine Betriebsferien bei LandwirtInnenV auch im Onlineshop einzulegen. Da hatten wir auch den Banner fertig gemacht und alles bis zum 5. Januar. Und haben tatsächlich die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und auch dann kurz nach Neujahr sehr für die Familie genossen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit mit Anton verbracht, die neuen Weihnachtsgeschenke gespielt, gemacht, getan. Und das tat wirklich gut. Ich glaube, Anton hat das auch sehr, sehr genossen, so viel Zeit mit Mama und Papa zu verbringen, bevor dann wieder der normale Alltag losgeht. Ne? Also der normale Alltag ist ja natürlich nicht ganz so stressig wie jetzt bei uns die Vorweihnachtszeit. Die war wirklich krass. Aber wie gesagt, da haben wir auch echt Vollgas für euch gegeben. Also wirklich bis zum vorletzten Tag wirklich noch alles versucht zu bedrucken und zu machen und zu tun, damit das alles bei euch ankommt. Und dann war, ja genau, Betriebsferien bis 5. Januar hatten wir ja. Da haben wir auch wirklich nichts gemacht. Also wir wollten tatsächlich eigentlich Inventur machen. Die Inventur haben wir bis heute nicht gemacht. Hannes drückt sich auch tatsächlich ein bisschen. Ich wollte heute mit ihm Inventur machen. Da hat er gesagt, komm, lass uns doch die Aufträge, die drin sind, schon mal wegproduzieren oder wegmachen. Dann haben wir hier weniger zum Zählen. Also er wird sich nicht ewig dafür drücken können. Wir müssen die Inventur einfach machen. Das Problem war zum Beispiel bei Fehlproduktion oder wenn wir fast falsch gedruckt haben oder wenn wir tatsächlich auch mal was für uns gedruckt haben oder sowas, haben wir nicht immer daran gedacht, die Textilien auszubuchen. Und dadurch ist dann jetzt natürlich ein bisschen Chaos entstanden, was uns dann natürlich in der Vorweihnachtszeit so ein bisschen, ganz kleines bisschen auf die Füße gefallen ist. Wir hatten tatsächlich, ich glaube, T-Shirts und ein, zwei Größen bei den Pullover, stimmte der Warenbestand einfach nicht. Und dann mussten wir per Express noch was nachbestellen, damit wir dann auch noch alles rauskriegen. Aber das geht ja Gott sei Dank bei unserem Zulieferer richtig gut. Also muss man auch wirklich mal Props raussprechen. Das klappt echt super. Und ja, dann hatte ich tatsächlich, ich glaube, das war Mittwoch, Donnerstag nach Silvester, war ich dann im Büro ganz viel. Wir hatten Anton noch zu Hause, der war auch ein bisschen krank, das ging pünktlich zum Neujahr, ging es dann los bei ihm mit einer ganz dollen Erkältung, also der hatte unfassbar doll Husten und ein ganz kleines bisschen auch Bindehautentzündung, den haben wir dann zu Hause gelassen mit Bindehautentzündung, da war er eh nicht zum Arzt. Das war der arme kleine Mann, aber er hat sich echt gut geschlagen, er hatte keine erhöhte Temperaturen, aber auch echt gut drauf und so weiter, der hat sich auch überhaupt nicht jucken lassen vom Husten oder sonst irgendwann, aber wir haben ganz schön gelitten mit ihm. Und dann ist Hannes auch nochmal mit ihm zum Arzt, um richtige Tropfen zu kriegen und so weiter, damit das auch alles schneller besser wird. Also war der halt auch zu Hause. Ich musste dann ins Büro. Zum 10. muss er immer für alle Leute, die in der Buchhaltung tätig sind oder auch eine Firma haben, wissen ja immer mit der Umsatzsteuer. Die musste fertig gemacht werden und ich hatte einiges aufzuarbeiten, weil wirklich extrem viel liegen geblieben ist. Dadurch, dass ich ja nur noch in der Produktion tätig war, habe ich halt Buchhaltung gar nichts mehr geschafft. Das heißt, ich hatte da ordentlich gerührt und da auch nochmal vielen Dank an Hannes Schwester Steffi, die uns da auch immer wirklich sehr viel unterstützt und hilft.
noch immer bei Fragen zur Seite steht. Das ist, ohne die würde ich es gar nicht packen. Also ganz ehrlich, das würde ich nicht schaffen. Da war ich dann ganz viel im Büro tätig. Hannes war dann halt auch nur mit Anton beschäftigt, tatsächlich von morgens bis abends, und ich von morgens bis abends im Büro. Den Freitag waren wir mit der Familie außer Haus unterwegs. Und dann waren wir das Wochenende in Hamburg. Und normalerweise fahren wir ja sonntags immer nach Hause. Wir sind aber bis Montag geblieben, weil mein Bruder Sebastian hatte mit seiner Frau Petersilienhochzeit 12,5 Jahre. Und ich glaube, den Brauch kennt tatsächlich nicht alle. Ich weiß zum Beispiel, hier ist er gar nicht so vertreten. Bei uns in Hamburg und Schleswig-Holstein ist es halt so normal, dass alle zusammenkommen und Essen mitbringen und quasi das Paar überrascht. Die müssen aber eigentlich Getränke zur Verfügung stellen. Und das hatten wir im Hintergrund alles geplant und ich durfte ja dann natürlich nicht drüber reden. Es hatte bis dato auch ganz gut geklappt, bis die Mutter der Trauzeugin den zur Petersilienhochzeit gratuliert haben und den dann, oh shit, wir haben ja heute, haben sie dann natürlich schon ein bisschen mit damit gerechnet, dass noch natürlich welche kommen. Aber war trotzdem eine schöne Feier, also wirklich jeder hat was zu essen mitgebracht. Sabis und Mimis ganzen Freunde sind zusammengekommen und ich habe die dann auch mal wieder alle gesehen, war wirklich schön. Und dann sind wir abends noch wieder nach Hause, dann habe ich Dienstag noch den Rest für die Umsatzsteuer fertig gemacht, weil daher war der 10., das heißt Deadline. Und Mittwoch ist Anton wieder in die Kita. Das war auch ganz gut so, denn bei mir ging es Dienstagnachmittag nämlich los mit Kopfschmerzen und Dienstagabend war ich komplett ausgenockt bis tatsächlich Freitag. Also da war Hannes auch wieder komplett Alleinkämpfer. Er hat Haushalt gemacht, er hat sich um Anton gekümmert, er hatte dann noch die ganzen restlichen Sachen, die halt noch so täglich anfallen, auch mit der Arbeit und so weiter zu tun, und ich konnte wirklich nichts machen. Ich hatte solche Kopfschmerzen, ich konnte nicht auf Bildschirme gucken oder sonst irgendwas. Er hat tatsächlich auch für mich gestreamt am Mittwoch. Das konnte ich leider auch nicht. Und heute ist der erste Tag, wo wir tatsächlich wieder zusammen reingestartet haben. Pünktlich zum Wochenende ging es mir dann Gott sei Dank wieder ein bisschen besser. Ich merke es aber immer noch, so ein bisschen strahlt das hier, aber es wird zum Glück, geht's bergauf. Aber da war ich wirklich von Mittwoch, also von Dienstagabend eigentlich bis Freitag komplett weg. Da tat er mir auch wirklich leid. Also ich konnte auch mich nicht wirklich großartig um Anton kümmern. Das war doll. Aber Anton ist da auch wirklich ein Goldschatz. Das heißt, wenn man ihn auch manchmal ein, zwei Mal sagt, nicht ganz so laut oder sowas, dann flüstert er auch. Und dann auch, Mama, geht's deinem Kopf wieder besser? Das ist dann auch ganz süß. Und jetzt geht der Alltag halt wieder weiter. Ne? Wie gesagt, Inventur haben wir heute nicht geschafft. Dafür haben wir zwei Kartons Textilien gedruckt. Die habe ich jetzt schon im Bus. Die werde ich jetzt gleich in die Firma bringen, damit die verpackt werden können. Und auch so läuft der ganze Versand jetzt wieder ganz normal bei Landwirt. Hannes kann sich, glaube ich, bald nicht mehr vor der drücken. Ich denke, morgen werden wir dann jetzt die Inventur machen. Und Hannes ist jetzt auch schon los, Anton abholen. Dann folgt mir zur Ölmühle. Die wollen wir jetzt nochmal aus dem Winterschlaf holen, alles schön schrubbensauber machen, vorbereiten, und dann wollen wir wieder weiter Öl pressen. Raps geht nämlich langsam zur Neige und dann müssen wir noch nachproduzieren. Und so hat uns der Alltag jetzt wieder tatsächlich. Ja, ich habe gedacht, ich gebe euch mal einen kleinen Recap, was so war. War ja auch recht still, auch mit Vlogs und so weiter. Hannes will jetzt unbedingt noch schaffen, dass er seine Sonnenblumen runterkriegt. Ich drücke ihm die Daumen, dass das endlich was wird, weil das ist wirklich ein leidiges Thema. Wir hatten jetzt auch die Tage ein bisschen Sturm. Ich glaube, er traut sich gar nicht hinzufahren, um zu gucken, wie sie aussehen, ob sie noch stehen. Aber wir drücken die Däumchen. Vielleicht nimmt er euch die Tage jetzt noch mal mit zum Gucken. Kann ich ihm ja noch mal sagen. Und wir sind auf jeden Fall auch schon wieder dabei, kräftig für euch neu zu designen und neu zu produzieren und zu machen. Also es werden wahrscheinlich wieder neue Motive kommen und sonst irgendwie was. Und wird spannend. Wird spannend, wie immer. Es wird ja nie langweilig bei uns. Und ja. Ich glaube, das war es erstmal. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht erstmal zu erzählen. Mal gucken. Ich denke mal, das wird vielleicht so ein kleiner, ja, Weekly-Vlog. Vielleicht auch nur bis Mittwoch. Mal gucken. Auf jeden Fall nehme ich die Kamera mal mit und dann gucke ich mal, ob ich Hannes noch eingefangen kriege in der Ölproduktion. Und dann schauen wir mal. Aber das war unsere Betriebsferien und unsere Planung eigentlich nochmal, dass wir Januar Urlaub machen. Ist auch gar nichts. Hannes sagt, ich kann nicht weg, solange meine Sonnenblumen noch stehen. Und das kann ich halt auch nachvollziehen. Aber mal sehen, vielleicht gönnen wir uns irgendwie doch noch mal ein paar Tage. Aber jetzt geht es ja auch bald los, wieder im Februar mit GRS zu fahren. Das heißt, mal gucken. Also Urlaub war nicht bei uns. Wir haben uns das halt nur gemütlich zu Hause gemacht. Wir haben Antons Zimmer tatsächlich ein bisschen umgestaltet und umgeräumt. Wir haben ein paar neue Möbel gekauft. Der hat ja so viel Spielzeug, der kleine Mann. Da musste mehr Stauraum her. Das haben wir halt gemacht und haben so ein bisschen zu Hause gewirtschaftet. So. Und wie gesagt, viel Zeit mit Anton verbracht. Aber das war's.
Also geplanter Urlaub war nicht. Das hättet ihr wahrscheinlich auch sonst bei Insta gesehen, die uns bei Insta verfolgen. Wir hatten ja ursprünglich gedacht, aber das war nichts. Ja, mal sehen. Das war's jetzt. Ich packe jetzt mal die Vlogging-Cam mit ein. Und dann gucke ich mal, ob ich noch was bei der Ölproduktion mit eingefangen kriege. Aber so seid ihr wenigstens erstmal ein bisschen auf dem neuesten Stand. So, der erste Teil bei der Ölmühle ist geschafft. Hannes ist jetzt auch wieder dabei. Morgen geht's hier weiter. Wir waren schon fleißig. Die bisschen Zeit, die wir hatten. Du hast jetzt gar nicht gezeigt, wie wir abgefüllt haben, ne? Nee. Machst du morgen noch ein bisschen? Boomerang habe ich gemacht. Ach so. Ich habe vorhin übrigens schon erzählt, dass du, glaube ich, dich nicht traust, zu den Sonnenblumen zu fahren, nachdem wir jetzt ein bisschen Sturm hatten. Aber ich muss morgen hin. Wir kriegen jetzt Frost. Ich muss hin, aber ich hole die hoch. Ist mir egal. Ich will die haben. Ich habe auch gesagt, vielleicht nimmst du sie dann nochmal mit und zeigst, wie sie jetzt aussehen. So, wie spät haben wir jetzt? 17 Uhr, wir holen den Litten. Komm. Komm. So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite in dieser Folge. Wir haben den 18. Mittwoch, den 18. Januar. Wir haben minus 3 Grad. Wir haben morgens um kurz vor 4. Und wir fahren gerade mit dem Mähdrescher raus, um die letzten Sonnenblumen zu dreschen. Leute, das wird spannend in dieser Folge. Sie stehen noch alle, ich war ja die ganzen Tage mal gucken. Also sie stehen noch alle, aber es sind schon viele ausgefallen. Muss man sehen, also werden wir uns in dieser Folge genau angucken. Wichtig ist, wir haben auf den Frost gewartet, damit oben die Körbe trocken sind. Das war so ein bisschen das Problem und natürlich ist jetzt hier auch der Boden inzwischen mehr oder weniger aufgeweicht gewesen. Also wir haben wirklich viel, viel Niederschlag bekommen. Ihr seht selber, hier steht immer noch überall Wasser. Wir haben auch gestern wieder Regen bekommen. Nichtsdestotrotz wollen wir es jetzt versuchen. Es ist immer nach wie vor noch eine Menge Geld, die da steht. Die können wir einfach nicht abschreiben. Es sind ja mindestens irgendwie noch 35, 40 Hektar, je nachdem, wie groß der Schaden war von den Wildtieren. Und ja, bin ich auch gespannt, wie gut das läuft. Wir haben ja nach wie vor noch die Maisausrüstung drin. Auf Empfehlung von der Werkstatt, die meinte, ja, man kann das ganz gut mit der Maisausrüstung dreschen. Und genau, von daher bin ich auch ein bisschen gespannt. Wir müssen natürlich Gas geben. Wir haben 2 Frostnächte jetzt, danach soll wieder Schnee und Matsch kommen. Von daher müssen wir Feuer machen. Bis dann. So, wir haben es jetzt kurz nach 6. Der erste Harvest ist voll, der fährt gerade weg. Ich bin hier noch ein bisschen zum Teil am Vorgewende dran. Ne? Wie man sieht, hier ist sehr, sehr viel Wildschaden. Hier war auch schon im Herbst, als wir hier waren, sehr, sehr viel Schaden von den Wildschweinen. Und im Strich sind wir jetzt bei 2,1 Tonnen im Durchschnitt. Ich denke, das geht noch ein bisschen nach oben, dass wir vielleicht so bei 2,5 liegen. Die Verluste sind teilweise gar nicht so krass wie gedacht. Also man muss sagen, es stehen noch sehr, sehr viele Pflanzen. Gut, hier ist jetzt eine blöde Stelle, aber muss ich euch gleich nochmal zeigen. Wenn wir im normalen Bestand fahren, hier nicht so an der Kante, dann sind wir ja, ertraglich in einem guten Bereich. Teilweise geht es bis 3,5 Tonnen noch hoch. Hätte ich definitiv nicht gedacht. Also ich hätte da die Ausfallverluste jetzt definitiv schon höher geschätzt. Aber sowas hier ist natürlich Wildschaden. Gut, aber der wäre im Herbst auch da gewesen. Nichtsdestotrotz, es drischt sich ganz gut. Überraschend gut und dann auch ohne Schwierigkeiten heute Morgen. Ich habe ja gedacht, irgendwas ist noch bei der Kälte, irgendwas wird bestimmt nicht funktionieren, aber nö. Lässt sich auch gut abschalten, also die sind gut sauber, wie man nur sieht. Rutschen natürlich nicht so astrein, als wenn sie hier, keine Ahnung, ihre 10% hätten oder so. Also aktuell sagt er, es um die 19% Durchschnitt. Ich denke, die Wahrheit ist dann auch irgendwo so 20-25%. Wichtig ist aber, dass wir sie runterbekommen. Im Herbst, als wir hier waren, waren die noch so nass, dass sie nicht mal aus dem Bunker gerutscht sind. Gerade hier seht ihr diese großen Einzelköpfe, ne? Die waren noch komplett grün und das war einfach nur Matsche und Modder im Bunker. Und die bringen die Problematik rein. So, der Frost hat natürlich dazu geführt, dass die schön abreifen und bringen auch sehr, sehr große Körner mit. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine Erfahrung hier, die ich nicht nochmal machen wollte. Ist schon beeindruckend, auch wie standhaft die jetzt letztendlich sind, dass die immer noch gut stehen. Ja, also erinnert ihr euch ans erste Jahr, wo ich Sonnenblumen gedroschen habe? Das war es nachher im November und da waren 50% schon abgeknickt. Ist hier nicht der Fall.
Ich werde euch das gleich aber noch mal einmal dazu holen. Wenn wir in einem normalen Bestand fahren hier und nicht an der Reihe. Weil so sieht es ja wirklich traurig aus. Und dann zeige ich euch das gleich noch mal. Ja, ansonsten, Meistersrüstung funktioniert auch gut. Also lässt sich wirklich gut und sauber dreschen. Die Abscheidefunktion funktioniert, also es scheidet auch gut ab. Das heißt, das Korn lässt sich gut vom Stroh trennen. Funktioniert gut. Vorteil natürlich auch gerade beim Verbrauch ist natürlich, der Häcksler läuft nicht mit. Das heißt, wir machen das wie beim Mais. Wir lassen die komplette Stroh und Spreu und die Abscheidung vom Rotor alles auf die Spreuverteiler fallen und der Häcksler ist sozusagen aus. Merkt man schon bei der Auslastung und beim Verbrauch wird man auch definitiv merken. Ich denke, das werden auch schon um die 2 Liter nachher am Ende sein, die wir da sparen werden. Also unterm Strich würde ich sagen, bis jetzt mit der Maisausrüstung funktioniert sehr gut. Also, wir haben gar keine geschälten Körner drin. Das war noch ein bisschen der Fall bei der normalen Ausrüstung. Man muss dann auch sagen, wir haben halt eine andere Riemenscheibe vorne bei der Zuführtrommel. Wir haben ja vor dem Rotor eine Trommel, aber die hat den Auftrag, im Prinzip den Gutfluss aufzuteilen auf 2 Rotoren. Und die hatten wir im Getreide und so läuft die halt schnell. Und laut Aussagen vom Schlosser ist es deutlich besser, wenn man die mit der langsamen Riemenscheibe für Sonnenblumen betreibt, weil die doch für geschälte Körner sorgen kann. Aktuell haben wir jetzt gar keine geschälten mehr hier drin. Ich habe das vorhin auch einmal mit der Hand mir angeguckt und ich denke mal, wenn nachher Tageslicht kommt, dann gucken wir uns das nochmal ausführlich an, wie das aussieht. Ansonsten habe ich so ein bisschen festgestellt, Limit vom Vorsatz hier sind so ungefähr 10 km/h. Danach sind wir so schnell, dass er hauptsächlich die Pflanzen nach vorne knickt und nicht gerade runterführt und nicht vernünftig abschneidet. Der Unterschied zum Maispflücken ist ja jetzt, dass er hier am Ende nochmal ein Messer hat und sozusagen den Stängel abschneidet. Und was man halt auch sehen kann, was wir zum Beispiel jetzt nicht haben bei den Bedingungen. Wir haben sonst gehabt, wenn das runterzieht, sind die halt so schon ein bisschen Körner geflogen und aufgespalten. Jetzt ist natürlich alles so ein bisschen gefroren, was wahrscheinlich auch zu weniger Verlusten am Schneidwerk führt. Aber nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt schon relativ viele Verluste, muss man sagen. Einfach weil die viel, viel länger stehen, als sie eigentlich sollen. So. Also ich dresche die Kante jetzt hier mal ab und wenn wir dann nachher im normalen Bestand sind, hole ich euch dazu. Aber ihr seht, selbst hier sind 2 Tonnen auf dem Hektar, knapp 2 Tonnen, halt durch die großen Köpfe, ne? Aber auch nass, wie ihr seht. Nass auch. Was ich auch festgestellt habe, hier an den Hecken und an den Kanten, kann ich mir auch vorstellen, ist der Frost doch nicht so tief drin in den Körben. Eventuell, weil das habe ich festgestellt, als ich den Rand rumgefahren bin, der war schon nasser als nachher im Bestand. Ich denke vielleicht einfach auch, geht der Wind nicht ganz so gut durch. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt verschiedene Theorien, warum das so sein kann. Letztendlich ist egal, Hauptsache kommt runter. Gut. So, jetzt habe ich die Ecke da abgedroschen. Jetzt geht es hier weiter. Also hier ist so ein normaler Bestand. So sieht der im Prinzip, sag ich mal, den ganzen Rest aus. Klar, sind ein paar Stellen hier so mit Wildschaden oder mit Verbiss, wo ein paar Pflanzen fehlen, aber unterm Strich sieht es gut aus. Nur meine Ertragsanzeige, die weiß ich nicht, ob die vereist ist oder ob sich da irgendwas angesetzt hat, aber irgendwie zeigt die das nicht mehr richtig an. Ich hatte eben die ganze Zeit, dass sie auch nur 0 Kilo anzeigt, obwohl, ja gut, der Korntank füllt sich ja. Und ja, dass da irgendwas verstopft ist oder so, wird man ja auch in den Verlusten sehen, an den Anzeigen. Von daher, keine Ahnung, was die hat. Ich muss die ganze Zeit von Hand lenken, weil das Datenvolumen von der RTK-Karte abgelaufen ist, von der SIM-Karte. Und die liegt nicht in meiner Hand, die liegt in der Werkstatt und ja. Würde aber sowieso nicht viel funktionieren, weil ich sag mal, bei 10 km/h muss das RTK schon sehr, sehr sauber laufen. Man hat immer so ein bisschen so ein Wanken von den Rädern dabei,
was dazu sorgt, dass es, ich sag mal so, dass es immer nachher so ein bisschen anfängt zu eiern bei hohen Geschwindigkeiten, so bei 10 km/h, sodass ich auch beim Mais einen großen Teil von Hand nachher gedroschen habe. Habe es dann vielleicht zum Anschneiden genommen oder so. Funktionierte dann doch besser. Das muss man natürlich sagen. Man ist mit einem Maisgebiss natürlich deutlich reinabhängiger als mit beispielsweise einem Sonnenblumenschneidwerk oder einem Getreideschneidwerk mit Schiffchen oder so. Ne? Da kann man natürlich auch schräg fahren, das ist alles egal. Aber hier müssen wir natürlich genau die Reihen treffen. Ja, wie es für dieses Jahr aussieht, ich bin mir noch nicht unsicher. Ich habe vorerst den Mais aus, den Körnermais aus dem Sortiment genommen. War zwar eine gute Sache, gerade der Feuchtmais, den ich verkauft habe, war eine sehr lohnenswerte Sache. Die Problematik bleibt aber bestehen mit dem Vorsatz. Und zusätzliches Problem ist halt die Veränderung der GAP-Richtlinien. Sodass ich den Maisanbau sozusagen auf dem Maß um die 33% von Betrieb halten möchte und voraussichtlich ab nächstes Jahr dann die fünfgliedrige Fruchtfolge mit beantragen werde, sodass ich Erbsen, Lupinen, andere großkörnige Leguminosen mit anbauen werde. Das ist voraussichtlich erstmal der Plan. Das will ich mir dann offen halten. Und ja, für dieses Jahr werden die Option, muss ich mal sehen. Sonnenblumenanbau ist aktuell 60 Hektar in der Planung. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich kann mit Raps und Sonnenblume ja maximal 20% vom Betrieb belegen. Und geht einfach um die Fruchtfolge. Das heißt, ich kann entweder Raps oder Sonnenblume anbauen und das alle 4-5 Jahre. Und wenn ich alle 5 Jahre einhalten möchte, dann sind es schon maximal 20% beider Kulturen. Ja, obwohl der Sonnenblumenanbau war dieses Jahr ganz gut, war eine lohnenswerte Sache. Und wenn wir das jetzt hier um die 2 Tonnen auf dem Hektar auch hier abschließen, dann war das alles im Allen auch eine lohnenswerte Sache. Aber nichtsdestotrotz muss das gesamtheitlich erstmal passen. Und deswegen geht es auf 50 bis 60 Hektar runter für die Sonnenblumen wieder. Vermarktung wäre da momentan noch, aber ich muss auch gucken, wie sich der Markt jetzt entwickelt. Aktuell ist der Sonnenblumenpreis ja sehr, sehr abgestürzt in der Region hier, wo man dann auch sagen könnte, ja gut, dann kannst du halt getrost auch andere Kulturen anbauen und kaufst dann halt wieder ein bisschen Sonnenblume nach. Wie gesagt, das muss man sehen und den Gedankengang habe ich erstmal. Ich würde euch nochmal wieder dazu holen, wenn die Sonne rauskommt. Wir haben jetzt aktuell 6.40 Uhr, zweite Harvest zur Hälfte voll und dann hole ich euch nachher zu. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt 11 Uhr, wir haben jetzt 30 Hektar weg und man muss sagen, auf dieser Seite von der Hecke ist es sehr, sehr mau. Also hier war der starke Wildverbiss aus dem Frühjahr und was man einfach sagen muss, während der Blüte sah der Bestand viel, viel besser aus, als er letztendlich war und ist. Man sieht das halt deutlich an der Größe der Köpfe, wann halt so der Verbiss war. Also wenn die große Köpfe sind, dann kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass halt im Frühjahr da schon Pflanzen gefehlt haben. Und was ich euch sagen kann, ist, dass hier und auch die Sorte drüben, dass es nur den Ausfall am Vorgewende gab. Da war noch eine andere Sorte drin. Das heißt, hier, weiß ich nicht, ob man das jetzt in den Aufnahmen sieht, sind wirklich alle Körner noch in den Köpfen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ein Vorkommnis hatten wir. Wir hatten das PSD-Band dicht. Das ist im Prinzip, bei diesem Mähdrescher ist nach dem Rotor kommt so ein Gummiband, was sozusagen das ganze Material weiter befördern soll. Und dann haben wir es ja so gehabt, dann kommt eine Klappe, die sozusagen das Material zurück auf die Spreuverteiler lenkt, weil wir es dann umwerfen, sozusagen von da verteilen und nicht durch den Häcksler. Das Ganze war dicht. Wir haben das jetzt sozusagen so gemacht, dass nach der Befreiung, dass wir jetzt alles durch den Häcksler hauen an langem Material. Und verrückterweise, genau ab dem Punkt, wo wir das gemacht haben, haben wir eine Tonne Ertrag mehr. Das heißt, wir sind dann permanent bei 3,5 Tonnen gefahren, ertraglich, war aber auf der anderen Seite, also jetzt hier seht ihr ja selber, ist nur eine Tonne auf dem Hektar. Man kann sich schwer vorstellen, warum, aber man,
Ich kann mir nur vorstellen, dass das Material halt, da drüber ist sozusagen so ein freier Raum, wo das Material halt rüberfliegen würde. Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass das Material halt sich gestaut hat vielleicht davor, dass das Band sich zwar gedreht hat, das Material sich aber gestaut hat und dass das Material auf die Siebe gefallen ist und hat so zusätzlich sozusagen die Siebe belastet und hat gehindert, dass sich das ganze Material abscheiden lässt. Also wir haben seitdem, fahre ich auch mit viel, viel weiteren Sieben, also infolgedessen habe ich die Siebe weiter aufmachen können, den Wind weiter runternehmen können und das Material ist genauso sauber geblieben. Ertraglich hat sich da aber kaum was geändert. Also anscheinend muss das einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Hier muss man natürlich sagen, die Körner sind hier super groß. Ne? Dadurch, dass hier so eine einzelnen Köpfe sind, sind die schon sehr, sehr groß. Was natürlich aber wirklich schade ist hier mit dem Wildverbiss. Also hier hinten war ja schon der Streifen, das haben wir ja alles im Prinzip schon weggescheibt und weggemulcht. Daher kann ich auch letztendlich gar nicht sagen, wie viele Hektar hier auf dieser Seite zu dreschen sind. Eigentlich wären es 25 Hektar, aber ich gehe davon aus, dass 10 Hektar so schon weg sind oder 7 oder 8 oder so. Sodass jetzt hier vielleicht noch 10 Hektar wären. Wir fahren ja aktuell so um die 3 Hektar eine Stunde. Das heißt, in 3 Stunden wären wir hier fertig. Wenn das weiter so langsam auftaut, dann würden wir das natürlich gerne noch fertig machen, bevor wir diesen Ort wieder verlassen müssen. Und dann wären wir durch mit den Sonnenblumen. Andernfalls gibt es heute Nacht minus 5 Grad die nächste Nacht. Da würden wir dann aber sicherlich heute Abend schon anfangen, weil es in den Morgenstunden dann Schnee geben soll. Würde ich dann sagen, so hat das Sonnenblumengeschehen ist hier aber doch sein Happy End gefunden. Ja, was ich natürlich wirklich sagen musste, also das hier, was ihr hier seht, ist natürlich traurig. Dieser ganze Wildverbiss und ihr seht die Größe der Köpfe. Ihr seht das halt, dass es so weit im Frühjahr war. Hat deutlich getäuscht und da muss man sagen, auch während der Blüte oder so kam weiterer Verbiss dazu. Ihr seht, so liegen keine Köpfe irgendwie groß am Boden oder Halme, dass man sagen kann, okay, der Schaden ist jetzt später entstanden, sondern ist alles noch aus dem Frühjahr. Hier sieht man so ein bisschen was vom Wildschaden, da sieht man das auch so ein bisschen. Sieht man halt, wenn man so guckt, sieht man halt, dass es so Gänge waren, ne? Wo das Wild dann durchläuft. Ja, alles im All muss man sagen, also Dammwild, auch was ich feststellen konnte, rutscht das noch rein, der Haufen, oder will der sich so weiter so ein bisschen mühen und nicht reinrutschen? Jetzt, oder? Habe ich noch nicht gehabt. Jetzt. Auch, man muss auch sagen, selbst an den oberen Stücken haben die in den letzten Wochen auch noch ganze Köpfe mit Sonnenblumen drinne weggefressen. Der Hunger muss hier wirklich groß sein, dass hier sozusagen die ganzjährig doch gefressen wird. Hier unten natürlich wird der Bestand ja immer besser an den, hier sind ja Häuser dran und der Dammwildbestand kommt halt vom oberen Teil der Flächen sozusagen. Ja, wichtig ist, dass wir drunter kriegen und die andere Seite war schon mal sehr überraschend gut. Also ich habe im Gesamten nur noch gedacht, wir holen hier nur noch eine Tonne auf dem Hektar runter, weil der Verlust schon so hoch ist. Aber selbst hier sind es jetzt 1,2, also im Mittel sind wir dann deutlich drüber über die Erwartung. Das hier hinten haut uns natürlich rein, aber das ist ja hauptsächlich durch den Wildschaden. Gut. Ist halt schon verrückt, so früh im Jahr, Anfang Januar zu dreschen. Vielleicht bin ich der Erste, der dieses Jahr schon drischt in Deutschland. Wir hatten das mal vor Jahren, da haben wir auch im November im Frost Mais gedroschen, weil wir die Fläche vorher nicht befahren konnten. Von daher kenne ich das so ein bisschen. Also ich weiß auch von Erzählungen, dass teilweise Getreide in der DDR so ein bisschen im Frost gedroschen wurde, weil das dann halt trocken ist und wieder rutscht im Korntank. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen das Hindernis, wenn es halt so ein bisschen nass und matschig ist, kann man es vielleicht dreschen, aber im Korntank rutscht es halt nicht mehr. Ein Punkt, den ich euch noch ansprechen wollte, weil viele danach fragen, ich habe das auf Instagram schon geteilt, das Video zu Biogas, es ist wie spurlos verschwunden. Also ich habe weder eine E-Mail von YouTube bekommen oder. Es ist einfach weg. Also als hätte ich es nachts im Brausebrand gelöscht, war aber nicht der Fall. Es ist komisch, ist komisch. Ich würde jetzt einfach noch ein bisschen abwarten, ob noch mal nachträglich was kommt und dann würde ich das noch mal irgendwann mal wieder uploaden.
Aber da ich nicht weiß, also ich habe weder irgendeine Nachricht gekriegt, noch irgendein Schreiben, noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Kann mir auch schwer vorstellen, warum. Dann sprach ja alles den Wahrheiten und werden wir sehen in Zukunft. Genau. Also sowas ist natürlich richtig traurig. Vor allem, ich kann nicht mal schneller fahren als 10, ne? Weil dann die nicht mehr richtig gepflückt werden, die Köpfe, und dann fallen sie noch weg. Dann haben wir das bisschen, was wir noch haben, fällt dann noch weg. Ach übrigens, Leute, wenn ihr das Video seht, wir haben wieder unseren Shop jetzt up to date gehalten diese Woche. Wir waren ja ein bisschen im Wintermodus. Wir haben einen neuen Hoodie. Ein neues Design mit hier in Moin. Ich wollte ihn heute eigentlich anziehen, aber der ist leider in der Wäsche. Sieht ganz cool aus, ist eigentlich auch mein Liebling. Habe ich jetzt mir 5 Stück von gemacht. Und das Ganze gibt es als T-Shirt, das Ganze gibt es als Rabattaktion. Dann gibt es Sonnenblumenöl wieder, jetzt neu erhältlich. Also von diesen hier ja natürlich nicht. Das wird hier nur Futter bleiben. Das Sonnenblumenöl sind natürlich die wir schon im Herbst gedroschen haben, und das wird auch so bleiben. Davon haben wir noch Mengen und davon heben wir die auch auf. Alle anderen Öle wird es auch nach wie vor im Restock geben. Vom Line Dotter gibt es nur noch einen kleinen Rest, also das, was jetzt im Laden ist, also was dann im Shop ist. Und dann haben wir ungefähr noch einmal so 200 Kilo zum Pressen. Und dann müssen wir erst wieder auf die neue Ernte warten und hoffen, dass alles gut klappt. Ja, soweit erstmal. Bestellung für Sonderkulturen ist erstmal durch. 30 Hektar habe ich eingeplant. Nicht ganz so viel, wie ich wollte. Ein bisschen runter reduziert. Ich muss natürlich gucken, wie kriege ich das Ganze gelagert, wie kriege ich das Ganze gereinigt, wie kriege ich das Ganze eventuell getrocknet, wie kriegen wir diese Mengen eventuell gepresst. Und ja, deswegen, wir haben ungefähr die Anbaufläche dann verdoppelt von Ölkulturen. Genau, 2 neue Kulturen kommen noch mit dazu, und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Genau. Soweit erstmal. Wir ziehen hier noch ein paar Bahnen. Ah, gerade da vorne die Stelle, ne? Also hier sieht man das schön im Video. Da ist richtig ein ganzes Nest richtig rausgefressen, rausgebissen. Ah, gut, Leute. So, Leute, da laufen sie. Die letzten Sonnenblumen eigentlich aus der Ernte 2022, aber in 2023 gedroschen. Da hoffen wir mal, dass wir die Erfahrung so schnell erstmal nicht mehr wieder machen müssen. Hätte ich gern verzichten drauf können. Ja, jetzt habe ich wohl wieder keine schlaflosen Nächte mehr, deswegen. Also das hat mich schon sehr fertig gemacht, dass die noch auf dem Acker waren und nicht in einer trockenen Halle. Jo, ich mache das Ganze hier grob sauber, und dann, wir haben jetzt übrigens 14 Uhr, so 10 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Für 40 Hektar sind es geworden. Und ja, mach den grob sauber, wir schieben den in eine Halle rein, den Drescher, und dann, mache ich den in den nächsten Tage dann richtig. Ansonsten bin ich gut durch, jetzt so nach 10 Stunden. Man schläft ja auch in der ersten Nacht bei so einem Rhythmus nicht viel, ne? Also man geht ja trotzdem irgendwie um 9 ins Bett, und dann bis um 3 ist dann auch nicht so weit. Genau, aber trotzdem schön sauber sind sie geworden. Also das ist mit der beeindruckendste Teil. Tonnen kann ich euch nicht genau sagen, aber letztendlich 2 Tonnen auf dem Hektar irgendwo der Durchschnitt jetzt hier auf dem Stück. Das will ich lieber abwarten, bis das über die Waage gefahren ist, bevor ich euch da was Festes sage. Und ansonsten, ja, da rieseln sie raus, die letzten Körner. Genau, bin ganz froh. Ich bin echt froh jetzt, ey. Das ist fast so das Gefühl wie Sperrfrist. Behälter leer und Sperrfrist ist da. Fast dasselbe Gefühl. Gut, Leute, bis dann erstmal.